Nämlich der TNT-Block, die Bombe. Was macht man hiermit? Den kann man werfen. Bam. Damit kann man richtig Spaß haben. Den kann man nämlich hier überall lang werfen. Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Troll, yeah! Es geht wieder weiter, ich habe richtig Bock drauf, ich habe Wochenende, ich kann trollen, ich kann ein Video machen, geil, was gibt's bitte schön Geileres? So, und ich habe hier ein paar Neuerungen, denn wir sind vom Server her umgestiegen, ihr seht das hier schon, alles etwas anders, alles mehr so Hokuspokus. Wir sind gerade 500 Leute hier auf dem Server, aber es stehen hier nur so ein paar rum, ganz einfach, das sind Premiums und in der Lobby hier sind alle unsichtbar. Bis auf die Administratoren, die Moderatoren und die YouTuber und die Premiums natürlich. Die sind nämlich hier alle sichtbar. Und wenn man dann als, ich sag mal, Nicht-Premium-Spieler oder Nicht-Moderator die anderen User sehen möchte, wenn man mit den anderen Usern reden möchte, wenn man die anderen User sehen möchte, dann geht man einfach hier in die Richtung oder in Richtung Ausgang. Hier sind überall Ausgänge. Da, da, da und da. Kann man gar nicht übersehen. Und dann hier an der Seite. Da steht es schon. Community. Und da kann man reinjoinen. Mach ich einfach mal. Ich gehe auch direkt Vanish. Ah, ich war noch Vanish. Sehr schön. Ich bin nämlich nun auf dem Community-Server. Und ihr seht, okay, hier sind schon wirklich richtig viele drauf. Und hier... Genau hier kann der Troll beginnen. In den Survival Games habe ich leider keine Rechte. Das Plugin wurde ja komplett selber gecodet und wir haben uns einfach gesagt, niemand von den Admins kann da drin irgendwas umbauen oder irgendwas kaputt machen oder was kann man da noch machen? Keine Ahnung. Da wurden einfach allen die Rechte genommen in den Arenen. Das heißt, da kann ich leider nicht mehr trollen. Was heißt leider? Ich fand das eh etwas schäbig manchmal. Das tat mir richtig leid, wenn ich da mal jemanden getötet hatte aus Versehen durch einen Troll. Aber man kann ja hier drauf trollen. Und man kann hier eine Menge Spaß drauf haben. Wie ich euch in der Folge hier auch beweisen möchte. Nämlich, hat der liebe Juno... Das ist einer unserer Plugin-Schreiber vom Server. Hat unter anderem das Survival Games Plugin geschrieben. Der hat mir... Der hat mir ein Troll-Plugin geschrieben. Ein Troll-Plugin. Warum? Keine Ahnung, weil er einfach geil ist. Guckt, achtet mal auf den Chat. So. Ich gebe ein. Oh, die haben mich schon erkannt. Weil ich vorhin nämlich vor den Augen von den Leuten da hier reingejoint bin. Und die dabei gesehen haben, okay, Gomme ist im Community-Server gejoint. Und naja, egal. Aber die wissen nicht genau, wo ich bin. So, ich kann hier nämlich im Chat eingeben durch das Plugin. Troll. Upsala. Troll. Help. Und da habe ich hier eine Menge Befehle, die ich einfach machen kann, sage ich mal. Also das sind wirklich viele Troll-Befehle. Und als allererstes einmal Clear. Da habe ich ein leeres Inventar. Dann Difficulty Hard, damit die auch Schaden bekommen. Und was brauche ich noch? Dann eine Sache von dem Troll-Plugin auf jeden Fall schon mal. Special. Dann bekomme ich nämlich... Moment, so, dann bekomme ich die gleich, da habe ich sie. Da habe ich einmal nämlich ein MG, einmal eine Bombe und einmal Granate. Und die, das, ey, ich sag euch Leute, das macht Spaß. Das macht einfach nur Spaß, hier mit rumzuspielen. Das, da fühlt man sich wirklich wie, keine Ahnung, im Sandkasten. Also das ist einfach der Traum. Der Traum eines Seen-Minecrafters. Und das Plugin eröffnet mir einfach diesen Traum. Einmal das MG, hiermit kann ich richtig schön die Spieler verwirren. Oh, guckt euch den mal an. Einmal abschießen. Hallo? Na, da wundert er sich schon. Was ist denn hier los? Und können die mich irgendwie sehen? Können die mich sehen? Ich weiß gar nicht. Anscheinend ja nicht. Doch, anscheinend doch. Du bist wieder sichtbar. Ich bin noch unsichtbar. Oh, habe ich irgendeinen Effekt drauf? Nein. Ich hoffe mal nicht. Ich mische mich einfach mal hier unter die Leute. La 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 la. Boom. Haben die mich gesehen? Nein, also die größte Menge läuft dann auf jeden Fall an mir vorbei. Ich weiß nicht, warum die anderen mich gesehen haben. Ach nee, läuft anscheinend. Gut, dann kann ich hier mit dem MG nochmal Spaß haben. So, hier, Kollege, wach mal auf. Oh, wo ist denn der hin? Hallo, du auch. Ach, der ist wahrscheinlich eben gerade gestorben. Verstehe. Verstehe. Hallo, guten Tag, noch da? Okay, schön. Aber das sind noch solche Kleinigkeiten. Also das MG finde ich schön und gut. Aber wir haben noch viel geilere Sachen, nämlich hier den TNT-Block. Und damit kann man richtig gut abgehen. Aber ich überlege gerade, wie ich denn mal am besten weitermache. Den TNT-Block zeige ich euch später. Den zeige ich euch wirklich mal später. Ich mache womit weiter? Das ist schwierig. Ich habe eine Idee. Wölfe.
Das bockt. Wölfe einfach mal hier. Moment, Hunde meine ich. Wolf. Da habe ich sie. So. Einfach mal hier so ein paar verstreuen. Lalalalalala. Und die stürzen sich gleich auf die Mengen hier rauf. Auf geht's, Wölfe. Tut was. Ja, ne? Alle, oh, oh, oh. Die randalieren hier schon gut. Die randalieren. Hier werden alle angegriffen. Naja, wahrscheinlich eher die Leute, die die Hunde provoziert haben. Das geht so nicht weiter hier, Kollege. Du hast anscheinend einen Hund hier geschlagen. Warum denn nur? Das kann man doch nicht machen. Oh Mann, ey. So, und ich habe hier eine Bombe und eine Granate. Was mache ich mal? Ich würde vorschlagen, wie mache ich mal am besten weiter? Mit einer kleinen Suppe, denn dafür habe ich auch schon etwas vorbereitet. Nämlich einen, wie man da hinten schon sehen kann, einen sehr schönen Kessel. Dafür, was mache ich mal am besten in dem Kessel? In dem Kessel brauche ich auf jeden Fall, also in meinem Kochtopf eher gesagt, da brauche ich Hunde. Da brauche ich Hunde, so ein paar Hunde hier, so zack. Das dürfte reichen für den Anfang. Was brauche ich noch? Ich brauche mal wieder Creeper. Also die Suppe, die wird nicht alt. Das reicht nicht in so einem stylischen Kochtopf hier von mir gebaut. Was brauchen wir noch? Skelette. Oh yeah. Oh, 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 oh. Das macht natürlich auch nochmal. Oh, das gibt nochmal dem Ganzen hier die richtige Würze, möchte ich mal meinen. So, mehr Skelette hier. Sehr schön. So, es füllt sich auf jeden Fall schon mal. Und was brauche ich denn nochmal? Ich brauche noch. Gute Frage. Was habe ich denn Schönes noch? Zombie. Na klar. Wie konnte ich den nur vergessen? Den kann man doch gar nicht vergessen. Den darf man auch gar nicht vergessen. So, hier. Auch ordentlich Zombies spawnen. Aber an letzter Stelle, was natürlich noch fehlt, das sind die Spieler. Die Spieler fehlen hier natürlich in der Suppe. Natürlich auch noch Geschwindigkeitstränke. So, für euch mal ein paar Tränke da unten. Sehr schön. Die Öfen, okay, die sind gut befeuert. Ja, die Öfen, die erwärmen hier alles. Wie man hier auch hoffentlich deutlich sehen kann, ne? Hier die Skelette, die brennen ja schon. Ja, ich weiß, das kommt von der Sonne. Aber der Ofen sorgt natürlich dafür. Und ja, dann würde ich mal sagen, ne? TP All und go, go, go! Lecker, lecker Suppe. Suppe wird angerichtet. Oh, boom! So, mal schauen, wer denn hier alles überlebt? Ich habe mir schon noch einige überlebt, aber auch nicht mal lange. Was macht man denn mal mit denen? Oh ja, die rasten schon im Chat aus. Sehr schön, sehr schön. Das macht Spaß. Nämlich der TNT-Block, die Bombe. Was macht man hier mit? Den kann man werfen. Bam. Damit kann man richtig Spaß haben. Die kann man nämlich hier überall langwerfen. Und damit die User richtig schön trollen. So. Und wie ich das genau mache? Ich bin am Überlegen. Und das Schöne ist, guckt mal Leute, die meisten hier, die rasten schon aus. Nice. Und dann so ein genervter Smiley. So. Ein erfolgreicher Troll, sage ich immer von mir aus. Ein erfolgreicher Troll ist dann ein erfolgreicher Troll, wenn ich die Spieler genervt habe. Wenn ich die mit etwas genervt habe, nämlich genau mit dem, was ich hier mache. Und ich mache hier so lange weiter, bis die genervt sind. Und die größte Menge von denen hier. So. Was wollte ich denn noch machen? Ah ja, der Schneeball, der ist auch richtig geil. Nachdem muss ich mal bitte meine Framerate. Ah, da ist sie wieder, meine Framerate. So, ich kann nämlich hier Schneeball reinhauen und die werden... Ja, wie eine Granate halt. Die zersplittern sich. Eine, ja, Splittergranate, sag ich mal. Das spawnen die wieder. Ich habe irgendwie gerade richtig Bock, Folgendes zu machen. Da ein paar Schneebälle hin. Überall, wo Spieler sind, Schneebälle hin. Und dann jagen wir hier einfach alles in die Luft. Boom. So, und die spawnen dann natürlich da unten wieder drin. Die spawnen da wieder. Das heißt, ich werde da einfach alle Ausgänge fluten mit den Schneebällen. Sprich mit TNT, die nämlich durch die Schneebälle kommen. Schneeballschlacht, Alter, Mann, wenn das hier die echten Schneebälle könnten, das wäre ja krass. Oh Mann, ey, mehr Schneebälle, da war ich hin. Guck hier, die können da gar nicht mehr raus aus dem Spawnbereich, weil die da dauernd wieder reingesprengt werden oder gar nicht mehr da rauslaufen können. So, und dann nochmal hier mit per Hand, komm, nochmal TNT-Blöcke rein. So, zack, rein damit und das geht, boah. Das bockt natürlich hier extrem. Das macht natürlich mega viel Spaß. Aber ich liebe die Schneebälle, Leute. Ich liebe die Schneebälle einfach nur, wenn ich die hier nach oben mal werfe. Zack. Achtung, die kommen gleich wieder runter. Die kommen gleich runter und da... Oh! Heftig. Der absolute Hammer hier.
Mann, was man damit alles anrichten kann. Und warum stehen denn sie da drüben alle? Nanu, braucht ihr TNT? Braucht hier jemand TNT? Ich mach hier mal wieder auswendig raus, so. Ich geh mal wieder hier raus. Denn ich habe vorhin etwas richtig Lustiges entdeckt. Dafür braucht man hier diese Bomben. Brauche ich die Bombe. Dann schaue ich nach oben mit F5. Werfe ein paar TNT-Bomben, ja genau, im Flug. Falle wieder runter. Und Achtung, jetzt werde ich hochgeschleudert. Die Rakete. Willkommen an Bord. Ich war nicht Creative Mode. Ich bin da wirklich gerade hochgeflogen. Nochmal probieren. TNT-Blöcke einfach frontal nach oben werfen. Wieder runter an der richtigen Stelle. Und dann hoch. Boah, da kann man wirklich hier den Raketenstart machen. Raketenstart in 3, 2, 1, 0. Die Raketen werden gezündet und wusch. Sehr, sehr geil. Macht eine Menge Spaß. So. Und die stehen dann natürlich gerade alle. Na, was wollt ihr? Ich habe eine Idee. Ich habe da vorne eine kleine Treppe, sag ich mal. Und ihr kennt die Treppe noch aus der letzten Folge. Aber ich möchte diesmal etwas mal übertreiben. Nämlich mit den Spinnenweben. Die habe ich ja letztes Mal nur einen breit gemacht. Diesmal mache ich hier einmal Position 1. Und etwas weiter hier an der linken Seite. Damit ich nämlich gleich hier wirklich irgendwie so ein 5 Block breites Spinnenwebenfeld habe. So, Position 2. Und dann brauche ich natürlich noch die Spieler. Das wäre gar nicht verkehrt. Die porte ich nach da unten. TP. All. Zack. Da unten durften die Spieler. Hä? Ach so, ja. Okay, ein Slash zu viel. Und Action. Da kommen die ganzen Spieler. Oh, die sind natürlich gerade gestorben. Cool, ich brauche gar keine Plattform mehr. Früher war es immer so. Da brauchte man eine Plattform, damit die sterben. TP All. So, habt Spaß. Kommt hoch. Kommt hoch, ihr Freunde. Kommt hoch. Na, wo bleiben sie? Oh, ich mach das mal anders. TP All. Spinnenweben. Set. 30. Nein. Nochmal Ando. Das war nicht gut. Alter, aber wie viele Spinnenweben das auch sind. Boah, heftig. Nochmal hier unten alle reinporten. So. TP All. Und dann. Da kommen sie. Oh, da kommen richtig viele. Set 30. Und ich hab's geschafft. LOL. Wie viele da einfach mal drin hängen. Und ihr anderen, ihr könnt gerne auch mal hier verschwinden. Ihr könnt wieder in den Spawn-Bereich. Ihr habt hier nichts mehr zu suchen. Oh. Guckt euch das denn mal bitte an. Guckt euch das mal an. Sehr schön. Ich kann da nicht durchschießen, oder? Nee. Kann ich den treffen? Ja, ich kann ihn treffen. Lol. Oh Mann, die hängen da fest. Die Armen hier in der Mitte. Guckt euch das an, wenn man hier hängt. Man hängt hier ein Leben fest. Oh. Hier kommt man ja gar nicht mehr raus. Komm, ich mach mal Ando. Und nochmal, ihr seht, ihr merkt vielleicht heute schon, das ist eine richtig schön knackige Folge. Ich habe nämlich mir seit der letzten Folge mehr Gedanken drüber gemacht. Ich finde, ich sollte vielleicht eine Folge mal weniger raushauen, aber dafür eine viel geilere. So, nächste Folge wird wieder mit euren Vorschlägen. Wie gesagt, ich kann nicht mehr in den Survival Games trollen. So, TP Oral. Action. Nochmal TNT mit runterschmeißen. Hat nicht geklappt. Ach so, ja. Wieder ein Slash zu viel, das gibt's ja nicht. So, das. Und Schneebälle hinterher. Ich fall mal mit runter. Da sterben die schon. Und TNT ist everywhere. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das macht doch Spaß. TP All. Und TNT. Die perfekte Mischung eigentlich. Okay, da kann niemand hier überleben. So, dann mache ich doch einfach nochmal hier Time Set Day. Und mach nochmal ich mache das vielleicht nächstes Mal. Ich mache nochmal hier etwas vom Plugin. Ich werde auch in der nächsten Folge natürlich noch mehr Sachen, die das Plugin hinzufügt, euch präsentieren. Trollhelp. Nämlich, wenn ich hier, ups, das war ein zu viel, egal, ich kann es euch erklären. Wenn ich hier freeze,
Freeze, also einfrieren, All mache, dann werden alle eingefroren. Steht auch im Chat. Die sind nun extrem langsam. Können sich gar nicht mehr richtig bewegen. Okay. Bis auf ein paar Ausnahmen. Aber guckt euch mal, die können gar nicht mehr richtig gehen hier. Die können nicht mehr gehen und die rasten alle aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das macht Bock. Das macht Laune. Da kann ich mir auch noch einmal hier mal mit TNT, mit den Schneeballen am besten. Mit den Schneeballen, Schneeballen hier was gönnen. So. Tja. Und dann würde ich auch vorschlagen, wer ist das dann für die Folge hier? Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe mal, die Folge hat euch gefallen. Ich bin sehr gespannt auf eure Vorschläge. Schreibt mir die wieder, wie gesagt, in die Kommentare. Mich würde eine Bewertung auch sehr freuen, damit ich einfach sehe, okay, habt ihr noch Bock oder habt ihr keinen Bock hier? Seid ihr auch solche Troller wie ich? Naja, gut, dann haut rein. Und bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Video. Und tschö mit Bye.